Ja, nur ihr lieben Medizinbegeisterten, heute geht es um die Entzündung der Gaumenmandeln oder auch Angina tonsillaris. Was sind da die Symptome? Wie kriegen wir raus, dass wir sowas haben? Und was sind denn die Ursachen und wie können wir es gut therapieren? Damit befassen wir uns jetzt. Hier ist wieder Claudia Bignon, eure Ärztin für Notfallmedizin. Und wie kriegen wir raus, dass wir so eine Angina haben? Ist ganz klar. Wir gucken einfach mal in den Mund. Ich zeige euch hier auch ein Bild. Nicht enttäuscht sein, denn ihr seht keine Gaumenmandeln, weil die nämlich bereits entfernt worden sind. Ja, was aber gut zu sehen ist, ist die Nummer 1, der hintere Raum, Gaumenbogen, und Nummer 2, der vordere Gaumenbogen, und genau dazwischen finden wir die Mandeln auch wieder. So, die Ursachen können bakteriell sein, zum Beispiel im Englischen heißt es auch Strep Throat. Das kommt von den Streptokokken, diesen Bakterien, die sowieso im Mund wohnen, aber da gibt es dann so ganz böse, beta-hämolysierende Streptokokken zum Beispiel, die dann die Entzündung verursachen. Und ich zeige euch hier auch gleich ein Bild. Und ihr seht, das Weiße, das ist der Eiter. Also man hat dann eine eitrige Mandelentzündung und da brauchen wir dann auch ein Antibiotikum zur Therapie. Das können wir gar nicht vermeiden, geht auch so nicht weg. Wenn wir jetzt wiederholt solche Entzündungen haben, 3, 4, 5 Mal im Jahr, dann lohnt es sich auch, drüber nachzudenken, die Mandeln entfernen zu lassen. Und das nennt sich dann Tonsillektomie, Tonsillenektomie rausmachen. Also die Tonsillektomie ist dann eine bewährte Sache. Und dann, wenn alles abgeheilt ist, dann sieht es wieder so aus wie in dem Eingangsbild. Das blende ich euch auch jetzt mal ein und dann ist Ruhe. Es gab eine Phase in den 70ern, da wurden reihenweise Tonsillektomien durchgeführt. Dann gab es mal so eine Phase, dann hat man davon abgeraten. Warum eigentlich? Weil die Mandeln zum lymphatischen System gehören. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Und man hatte jetzt also Bedenken, dass die Immunabwehr geschwächt wird. Aber dem ist nicht so. Warum das alles so ist, das könnt ihr in diesem anderen Video mal angucken. So, dann gehen wir mal zur viralen Ursache. Und wie ich schon häufig gesagt habe, Systematik in der Medizin, bei Viren helfen keine Antibiotika. Und wenn ihr eine virale Entzündung habt, dann habt ihr auch diese weißen Belege nicht. Und das Bild von der viralen Entzündung zeige ich euch jetzt mal hier. Da sind die Mandeln ganz dick und geschwollen. Und der Patient hat immer, auch bei der bakteriellen Entzündung, hat Fieber und ist abgeschlagen und hat Halsschmerzen und hat auch Schluckbeschwerden, weil ja da alles so eng ist. Und es gibt auch andere Krankheiten, bei denen die Mandeln so dick sind, wie beim Scharlach oder der Diphtherie, die gerade im Zweiten Weltkrieg auch tödlich verlaufen ist, weil es kein Antibiotikum zu bekommen war. Ja, also hier Schluckbeschwerden, manchmal auch bis zur Atemnot. Also das ist schon eine heftige Sache, da muss man sich drum kümmern. Ja, und wie kümmert ihr euch? Zum Beispiel durch diese Antibiotikaeinnahme bei der bakteriellen Angina tonsillaris, aber auch Schmerzmittel wie zum Beispiel Ibuprofen sind hilfreich. Rachenspülungen wie zum Beispiel mit Chlorhexamet sind eine Möglichkeit. Anästhesierende Lutschtabletten wie zum Beispiel Neoangin. Und wenn man Fieber hat, dann braucht der Körper auch immer Bettruhe. Hausmittel wären zum Beispiel so kalte, feuchte Halswickel oder auch ein Salbeitee. So, und zum Schluss möchte ich noch mal ein Wort verlieren über die Operation, diese Tonsillektomie. Jetzt ist es inzwischen so, dass die Leute schon am selben Tag oder spätestens am nächsten Tag aus dem Krankenhaus entlassen werden. Das halte ich für sehr gefährlich. Ich selber bin auch tonsillektomiert worden und durfte 2 Wochen im Krankenhaus bleiben. Und warum ist es so gefährlich? Wegen der Nachblutung. Und ich hatte eine junge Patientin, 7 Jahre alt, die kam nach einer Woche und mit einer heftigen Nachblutung, die wäre also beinahe verblutet, die muss sofort in den OP, damit man das alles veröden kann, diese aufgerissenen Stellen.
Also, wenn ihr nach einer Tonsillektomie nach Hause geht oder eure Angehörigen, bitte immer drauf gucken, diese Nachblutung ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ja, und in diesem Sinne freue ich mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Wenn ihr mögt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Bis dann, ciao, ciao, eure Claudia Bignon.